sind nur, was ich sehe, sind nur meine Informationen. Und es existiert immer nur das, was ich träume. Es gibt kein Vorher und kein Nachher. Es formt sich mein Geist ständig um und ich schaue meine eigenen Informationen an. Es heißt Information, nicht Außenformation. Wobei die Vorsilbe in im Lateinischen ja nicht nur innen heißt, sondern auch eine Verneinung, eine Negation ist. Wenn eine inkompetent ist, ist ja eine kompetent. Das heißt, du hast in dir eine Form, die keine Form ist. Wieso? Weil, wie groß ist dein Geist? Wo sich hier Planeten ausbreiten, ein Universum, Universum ausbreitet, erinnerst du dich noch, Universum, Entropie, ja, Entropie und Atombombe, dass das dieselben Wörter sind, wenn du die einfach sprachlich betrachtest, kannst du dich erinnern? Stimmt, ja. Die Atomos ist das Unteilbare, Bombos ist im Prinzip dasselbe, oder N heißt inmitten, Tropos ist Wendepunkt, verbundene N, die wieder in einem Punkt zusammenfallen, dass das dieselben Wörter sind, nur etwas anders ausgedrückt mit anderen Buchstaben. Und das ist, dass ich anfange, mich mit dem Geist zu interessieren und das jetzt, wenn ich kommentiere, da geht natürlich das Problem los, dass das erste ist, da stimmt der ganze Ansatz. Was jetzt übrigens dann interessant ist, ist vor allem dann der vierte Artikel, also die letzte anderthalb Stunden, wo es dann über die Kabbala kommt mit dem Drehen. Da geht dann die Religionen durch und dann mit den Zeichen, mit den Pyramiden. Da hast du nicht, da wird es interessant. Das ist das erste, ist ja rein einmal diese Formen. Ja, das sind die ersten Formen. Die sollte man, wenn es dann interessiert, aber dann macht dann Sprung. Wo kommt denn das her jetzt? Also das ist der Internet, ist ein Vortrag. Sind die Kammer-CDs. Nee, hast du das? Das war in einem Ding, war in einem Update. Weil dann abgedrückt. Sechs Stunden. Für mich war interessant, ich habe noch mal die Frage gestellt zwischen dem Zusammenhang zwischen dem pentagonalen Hexaeder und diesem. Wir können uns den ganz anschauen. Ja. Und ganz genau erklärt, alles. Ja, ist drin, aber es ist das Problem, dass das drei. Den Link kann man das machen. Den machen wir selbstverständlich. Ja, ja. Aber das ist, wir können da mal kurz reinschauen. Was jetzt ist, also, dass jetzt erst diese Geometrie zeigt und dann wirst du feststellen, dass er hier den Sprung macht, dass dieses Bild, wo er hat, dass das da mal das Große und das Kleine. Und das kommt natürlich, wenn du es nicht weißt, wenn du Holofeeling nicht hast, wenn du siehst alles mit Holofeeling ganz anders. Dass das eine große Wahrheit ist, aber was du immer weglassen musst, sind die raumzeitlichen Erklärungen. Und dann macht er den Sprung zu den Pyramiden, dann geht er hier zu Kultdenkmälern, zuerst nach Mexiko die Pyramide, wo er dann Tauchlehrer war, wo er so erzählt. Und dass er überall dieselben Zeichen findet, nämlich genau diese Zeichnung. Und dann kommen die Kongreise noch mit ins Spiel. Und da lacht er natürlich, das ist so irre, hier mit einem Teleskop, wo hier die überwachen. Und dann, du, es wäre jetzt so viel, es sind sechs Stunden. Es ist so hochinteressant, vor allem, wenn ich euch dann immer die Wörter, die deutschen Übersetzungen unten, die Wörter, wenn ihr euch anschaut. Das ist ja noch tausendmal interessanter, weil das mit Holofeeling, das genau die Fehler, die ihr, jetzt nicht Fehler, die Raumzeiten nicht klären, werden unten dir genau ausgelöscht, wenn du das mit Holofeeling löst. Das also hier überall in den Pyramiden, wo er erzählt, mit Außerirdischen, da ist er natürlich mit Kongreise, kommt er dann auf den außerirdischen Trip. Ja. Und da ist mit Kongreise, was auch ist mit dieser Präzision, wo er dann zeigt, das muss wirklich, ist spaßig. Und jetzt kann ich wieder sagen, in Anführungszeichen, im normalen Sinn alles beweisbar. Das ist zum Beispiel hier im Zeitgeist die Filme. Dass wenn du jetzt danach gehst, dass also der einzige, jetzt in die eurer chronologischen Geschichte, der einzige wirkliche Aggressor des letzten Jahrhunderts sind die Amerikaner. Es ist der einzige wirkliche dieser Welthelfer, der Weltheilig ist der einzige Aggressor, den es überhaupt gibt. Ob das Pearl Harbor ist, ob das Hitler hätte nie den Krieg begonnen, was hier mittlerweile wirklich bewiesen ist. Immer raumzeitlich in dieser Spur, vorausgesetzt du lässt die Fakten gelten. Das ist ja hier, du musst nur suchen. Das ist, wo ich viele Sachen mache, dass im Ausland zum Beispiel so viele Bücher gibt, selbst von Juden, die sagen, die Deutschen lassen dich so verarschen, die ziehen natürlich nur dann, wenn du das magst. Und dann kommt natürlich gleich immer, der ist ja Nazi, ich bin ja totaler, das heißt, ich bin total, ich stehe auf Deutsch, aber nicht auf das blaue Deutsch. Da ist nämlich kein Unterschied. Es ist ein Wechsel, wenn du jetzt zeitgeschichtlich gehst, hatten wir eine Zeit, wo hier Nazis gesagt haben, Juden raus. Okay, die haben glaubt, wenn sie Juden rausschmeißen, wenn sie die verbieten, dass dann den Deutschen besser geht und jetzt kippt immer einatmen, ausatmen. Du kriegst immer Spiegel, plus, minus. Jetzt haben wir eine Zeit, wenn du sagst, du bist der Nazi, dann heißt es, Nazi kann verboten. Worin liegt eigentlich der Unterschied? Oder wir machen mal die Nazis. Ich frage dich, Andreas, wo liegt der Unterschied, wenn Rechtsradikale jetzt im normalen Sinn, Nazi, Nationalsozialisten, Neonazis, wenn die schreien Ausländer raus, dann geht es uns Deutschen wieder besser? Oder wenn sogenannte demokratische Staatsbürger hier sagen, die Nazis kann sich verboten, die Neonazis, dann geht es uns Deutschen besser. Es ist immer derselbe Wahn zu glauben, ich wäre vollkommen, wenn ich was vernichte. Und dann kommen wir gleich zu dem Wort Nazi, national.
dass das in deiner derzeitigen Logik extrem einseitige Emotionen auslöst, weil du so programmiert bist, für dich, jedes Wort Nazi gilt allgemein bloß für Hitler. Unsere Nachkriegsdeutschland. National heißt das Wort, hast du erst einmal Geburt von Brüderlichkeit und das gilt für nationalgesinnte Türken genauso wie nationalgesinnte Italiener und Spanier und Franzosen und Engländer und Amerikaner. Nichts ist nationaler wie die Amerikaner. Das heißt, das Wort national hat nichts zu tun nur mit Deutsch, sondern das bezieht sich auf jede nationale Kernaufgabe, dass man ein Volk über ein anderes erhebt und meint, man ist besser. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes Schwachsinn. Was ich dir sage, dass jedes einzelne Volk für sich, wie jede Religion, ganz, ganz feine Facetten und Charakterzüge hat, die für die Vollkommenheit des Ganzen gehören. Und da gibt es überhaupt nichts zu verändern. Das heißt, diese Gleichmacherei, das ist ungefähr so, wie wenn ich will, dass dein Auge zu hören anfängt und deine Ohren zu sehen. Hast du das Bedürfnis, deiner rechten Hand zu erklären, wer du bist? Hast du das Bedürfnis, dass deine rechte Hand zum Hören und zum Schmecken anfängt? Wieso soll dann Gott den Klaus verändern und den Sigmund? Der Sigmund ist der Sigmund und der Klaus ist der Klaus. Und jeder hat seinen Sinn, wie auch immer. Und Darmzoden sind Darmzoden. Und wenn du das gern bist, was du bist, hast du kein Problem damit, Scheiße zu fressen. Das ist das Entscheidende. Das Problem ist, wenn du dir Vorbilder suchst. Und das ist immer wieder, dass natürlich das wieder dein Programm bestimmt. Und du bist halt so programmiert, der dumme Mensch ist so programmiert, dass er sich immer nach oben orientiert. Anstatt nach unten, was meinst du, wie unendlich gut dir es gehen würde? Wenn du dich nicht nach oben orientierst, sondern dich permanent mit welchem Vergleichst du, denen schlechter geht. Und jetzt in eurem raumzeitlichen Programm ist es halt einmal so, dass dieses Deutschland, das so unheimlich jammert, der Normalverbraucher, dass die eins klar sein muss, jetzt rein die Daten, nicht, dass da außen eine Welt wäre, sondern rein von eurem Datenschatz sieht es so aus, dass ich jetzt einfach mal behaupte, dass ein deutscher Hartz-IV-Empfänger, dass sich 70-80% der Weltbevölkerung, so steht es in der Statistik, sich alle 10 Finger abschlecken würden, wieder einen Hartz-IV-Empfänger tauschen zu können. Das ist richtig, ja, wahnsinnig. Also das dann noch jammern, aber dann kommt natürlich wieder, jetzt gehen wir in die deutsche Debatte rein, und jetzt, wenn du dich von Zeitungssachen Körre machen lässt, diese Kriegen zum Beispiel, hast du das gelesen vorige Woche, was die jetzt machen? Die kriegen von 100 Milliarden unser Geld, 100 Milliarden, und gestern ein großer Bericht in der Bildzeitung, hast du gesehen? Dass die Griechen, die reichen Griechen mittlerweile, weil sie Angst haben, dass alles zusammenbricht, dass es wieder Drachmen gibt, die bringen zurzeit ihr Geld außer Land. Das ist also hier bildzeitungsmäßig eindeutig bewiesen. Die haben jetzt in München an den Banken, weil so viele Griechen kommen, haben die schon am Eingang, haben sie fotografiert, auf Griechisch sprach ich, wir Griechen herzlich willkommen. Und Banken haben mittlerweile, die Deutsche Bundesbank in den letzten 2 Monaten sind von Griechen 30 Milliarden Euro haben Griechen jetzt angelegt in Deutschland. Das Geld raus aus Griechenland, ihr Geld. Ich sag, mir überweisen 100 Milliarden und die Privaten in der 30 Milliarden sonst wieder drüber aufgefangen. Geil. Jetzt ist natürlich, du kannst dich drüber aufregen und du kannst drüber lachen. Wann verbringst du das mal mit, gell? Weil was ist es mit den ganzen Spenden? Ich könnte auch so viele Geschichten erzählen, dass dir, solange du dich aufregst, bist du arme Sau. Wenn du mal drüber schmunzeln kannst, gehst du ein Stück besser. Und dass du da irgendwann lachen, was so mein Standardbeispiel ist mit China, dass immer dieses Geldspenden, dieses Gutes Ding, es ist so unendlich erbärmlich, was verändert sich an dem, was ist? Du gehst auf die Bank, schreibst was, du siehst dann irgendwie das Zahlen auf dem Computer aus. Du hast ja nicht mal mehr ein Konto ausgeschrieben. Es sind ja nur noch flackernde Lämpchen, die es bei dir weniger werden. Jetzt denkst du dir, dass das drüben besser wird. Was kann Geld irgendwie verändern? Erinnert euch in einem, wo ich sage, wenn du eine große Kiste Papiergeld nimmst und stellst es in Havanna hin, dann wirst du feststellen, dass die, wenn wir hier einen riesen Container Papierscheine hinmachen, dann bauen die in Havanna ihre Altstadt wieder auf. Die müssen nicht einmal was importieren, weil da alles Arbeitskräfte haben sie im Überfluss, die haben Steinbruch, die haben alles, dass das saniert werden kann. Und die lassen alles verfallen, wieso, weil kein Geld da ist. Keiner macht das ohne Geld. Das ist das Problem. Oder dann hier vor 2 Jahren das Erdbeben, habe ich erzählt, Erdbeben in China. 50.000 umgekommen. Pass auf, in denselben Nachrichten, Andreas. Es geht um den Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Immer daran erinnern. In denselben Nachrichten, wo da berichtet wurde, kurz drauf, wo auf Spendenaufrufe für die Erdbebenopfer in China, in denselben Nachrichten kommt dann im Wirtschaftsstall, dass ein Konflikt schwillt zwischen China und Amerika. Vielleicht hast du schon mal gehört, in unserer ausgedachten Welt, so wird es in den offiziellen Medien mitgeteilt, also das ist kein Geheimwissen, kommt sogar auf ARD in den Nachrichten, dass also China ist das Land mit dem größten Dollar-Bargeldvermögen in ihren Safes. Die haben viel mehr Dollars in ihren Safes wie Amerika selber. Über, ich will die Zahl nicht liegen, ich habe es im Kopf, über 2 Billionen Dollar.
an Geld. Und da hier ja im Gespräch war, dass Amerika den Dollar abschaffen will, haben die gesagt, hier, weil die haben ja die Dollars durch Warenausgleich, sagen die hier, wir pumpen euch Billionen Waren rein und ihr sagt jetzt plötzlich, das Zeug ist nichts mehr wert, verarschen können wir uns selber. Und da war eine Riesenkrise, wo die dann gesagt haben, hier, wir müssen, und dann ist ja diese neue amerikanische Währung, wo da jetzt in Schwellen ist, dass die sagen, ihr kriegt so viel als Ersatz, um das auszugleichen, weil sonst hättest du riesengroß gekriselt. Dass in denselben Nachrichten, wo das gebracht wurde, wurde berichtet über die Erdbebenopfer, diese 50.000 in China, und kurz darauf sind schon wieder die Spendenaufrufe. Jetzt freu dich, wieso willst du Euro überweisen, wenn die überquellen vor Dollar? Dass die gar nicht Billionen, die Chinesen wissen gar nicht wohin, und in Deutschland wird gespendet. Meinst du, in Japan sieht es anders aus? Was seid ihr denn blöd? Und das ist, was ich dir jetzt sage, ist, dass Geld prinzipiell ein Wahn ist. Ihr habt euch vernebelt bis zum Es geht nicht mehr. Der grinst als ein Fick. Ihr seid so in einem Wahn. Geld erhält mich am Leben hier. Das ist absolut irre. Und du musst frei machen. Wenn du nicht der Erste bist, hast du verloren. In kleinen Etappen. Du musst ganz innerlich, und das hast immer, ich betone, du musst jetzt nichts verändern. Weißt du, das ist, verändert sich von alleine. Mach in kleinen, dass dir das immer bewusster wird. Was mache ich da eigentlich? Das sind immer wieder meine Stellen, wenn ich jetzt hinnehme, wenn du Arzt bist, das ist mit meinem Thomas war, Gott hab ihn selig, das ist mein Thomas Kalbach, das hat sich hier dasselbe, weil da haben alle Sterben weg, die Maus sagt, die sollen sich bloß fernhalten von dir, die sterben alle weg. Und da ist also diese Stelle dasselbe in grün, dass er sagt, mit Arzt, auch die Probleme da mit Holofeeling, und dann hat er gesagt, ich mache mich nicht mehr verrückt, ich sage, du musst da kein Missionieren machen, einfach lass das fließen, was ich dir gesagt habe, du kannst anklopfen, wenn einer interessiert ist, dass du mal diechen, aber Hauch von Geist ist, der offen ist, ohne esoterisch zu werden, weil du merkst, nichts redet mehr mit Fakten wie ich, und das dann immer, ja, was war da eigentlich, wenn mich dann wieder Leute fragen, wie den Thomas, das ist ja ganz so recht, mit seiner Mächtet, die ruft mich dann nur an. Und da will ich jetzt nicht so alt ausholen, weil das wäre auch eine hochinteressante Geschichte für sich. Und ich sage dann, Udo, gleich am Morgen sagt sie, ich will dich gleich, weil ich weiß, dass du für den Thomas der wichtigste Mensch überhaupt warst. Und darum sollst du das als Erster erfahren, dass der Thomas heute Nacht gestorben ist. Und also aus der Mächte ihrer Sicht, von seiner Frau. Er war bumbelsgesund, die sind abends ins Bett gegangen. Es war nichts, sie ist morgens aufgewacht und der Thomas ist tot neben ihr gelegen. Kein Todeskampf, nichts, er ist einfach eingeschlafen und sie weiß nicht wie, sie sind miteinander normal ins Bett gegangen, sind eingeschlafen, also sie ist eingeschlafen und da war nichts, dass er rumtan hat, sie ist morgen aufgewacht und er liegt tot, einfach im Bett. Und dann sage ich dann immer so, ist das nicht ein Segen, wenn man so geht? Mal ehrlich? Ja, ganz ehrlich. Wenn man so geht? Ganz ehrlich. Das ist bei meinem Onkel Fritz auch gewesen. Das ist, wo mein Tante erzählt, für die war das schlimm. Alter Eisenbahner, mein Onkel Fritz war ganz lieber Mensch, Eisenbahner im Ruhestand. Und sie kocht und dann sagt, schreit sie, Fritz, Fritz. Und dann kommt er nicht, dann geht sie in den Garten aus und sie sagt, das Bild. Ein blühender Kirschbaum und er liegt so ein schöner strahlender Tag, warm, als die ersten schönen warmen Sonne. Und er liegt schlafend unter dem Kirschbaum, unter den Strahlen hin. Sie geht hin und sagt, Fritz, das Essen ist verrichtet. Und er ist weg. Er ist einfach weg, eingeschlafen. Wenn man so geht davon. Ja. Was ist das? Jetzt kann ich wieder sagen, ist das nicht schlimm? Und dann diese ganze Draußen, alles Blödsinn, es ist eh. Es ist immer wieder, du wirst merken, du wirst wach und du schläfst ein. Was natürlich das Erste ist in der Selbstbeobachtung, Leute, dass ihr noch niemals in irgendeiner Form wahrnehmen konntet, wenn ihr eingeschlafen seid. Du kannst, und jetzt machen wir das eng, erwachen ist in einem gewissen Maß wie geboren werden und einschlafen ist in einem gewissen Maß wie sterben. Und jetzt raumzeitlich gesehen, wenn ich dir die Frage stelle, kannst du eigentlich wach werden, wenn du nicht vorher geschlafen hast? Weil die da sagen, natürlich nicht. Und jetzt logisch, auf der höheren Ebene kannst du geboren werden, wenn du nicht vorher tot bist. Und jetzt ist natürlich immer wieder das Vorher-Nachher-Denken. Du kannst nur dann was erleben, wenn du schläfst. Geist ist nichts und die einzige Möglichkeit für einen Geist Informationen zu erschaffen ist, dass er schläft und träumt. Das ist nämlich Tag ist Tag und Nacht. Das Beispiel kennst du, Andreas. Liebe ist Lieben und Hassen. Immer dran denken, Liebe und Hassen. Liebe, Rot, ist Lieben und Hassen. Das ist Plus, das ist Minus. Ganz neutral. Das will ich, das liebe ich, verbinden, hassen, getrennt. Du kannst nur etwas lieben, wenn du es hast. Das heißt, ich muss mir jetzt an Andreas ausdenken, von mir trennen und jetzt kann ich ihn lieben.
Erst wenn ich ihn habe, hasse, haben, scharfes S ist B, kann ich ihn, wenn ich nicht an ihn denke, ist immer wieder eins. Weil immer alles eins ist, von der höheren Ebene aus. Und genauso ist es, Wachsein besteht aus Wachen und Schlafen. Und zwar immer gleichzeitig, wie das Hell und das Dunkel und das Gute und das Böse. Ganz ungefähr folgen? Das heißt, wenn wir jetzt eine Tasse nehmen, haben wir eine Tasse? Pass auf, ein normaler Mensch, wenn ich jetzt denke, wieder normal als Materialist, wie du das gewohnt warst, ein aufregendes Leben lang, ein hier und jetzt ausgedachtes aufregendes Leben lang zu denken, du hast jetzt hundertprozentig das Gefühl, wach zu sein, das heißt, du bist dir hundertprozentig sicher, dass du jetzt nicht schläfst. Das ist die Situation, dass du jetzt beschwören würdest. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dieses Ding keinen Hängel hat und ich würde jederzeit beschwören, dass das Ding keinen Hängel hat. Entschuldigung, ich würde auch beschwören, dass es dazu einen hat. Es kann jetzt, da das Ding ja jetzt keinen Hängel hat, kann es keinen Hängel haben. Ich sehe ja, dass es keinen Hängel hat. Das ist jetzt nichts anderes, wie wenn du sagst, ich schwöre, dass ich jetzt nicht schlafe. Und das ist der Meinheit. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Weil nämlich, pass auf, was heißt eigentlich träumen? Träumen heißt, in einem Traum nimmst du irgendwie in einer gewissen Form was wahr. Etwas wahrzunehmen heißt, du brauchst eine gewisse Form von Bewusstsein. Weil nur Bewusstsein was wahrnehmen kann. Okay? Das heißt, träumen heißt etwas mehr oder weniger bewusst wahrnehmen. Wenn du mehr bist, bist du bewusst und wenn du weniger bist, dann bist du halt bloß irgendwie weniger. Dazu musst du aber träumen. Das heißt, dieses bewusste Wahrnehmen, diese Form von Wachheit ist nur in einem Traum möglich und dazu musst du schlafen. Und das ist gleichzeitig. Das heißt, wenn du schläfst, kannst du träumen, dann kannst du was wahrnehmen. Wenn du nicht schläfst, träumst du nicht und dann nimmst du nichts wahr. Darum ist Schlafen und Wachen gleichzeitig. Weil das eine, und das eine kann ohne das andere nicht sein, weil in dem Moment fällt wieder alles in eins zusammen ohne Unterscheidung. Das ist einfach das, was es ist. Da steht in keinem Widerspruch zu irgendetwas. Und da ist natürlich jetzt in dem ganzen Denken, in dem Tun, zum Entfaden, wo waren wir vorher? Wollten wir doch irgendwas sagen, das sind wir jetzt wieder abgeglitten. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, dass du also hier diese Informationen, wo du hast, ich weiß es wieder, Alzheimer, sag's euch. Du hast noch nie in irgendeiner Form gesehen, wenn sich was aufgelöst hat. Du hast auch noch nie erlebt, das ist, wenn man einschläft, was du jederzeit absolut bewusst wird, wenn was Neues auftaucht. Das heißt, dass jetzt hier, wenn ich sage, wenn was Neues auftaucht, ob ich jetzt sage, pass auf, ich erschaffe jetzt einmal was, was die ganze Zeit nicht da ist. Jetzt kannst du dich natürlich überraschen lassen. Du bist jetzt in einer Warteposition und jetzt sage ich ganz einfach, jetzt machen wir das ganz feinstofflich. Jetzt denk einmal bitte an deine Nase. Jetzt langsam mal an. Jetzt haben wir sie materialisiert, die ist das feinstofflich nur ein Gedanke und dann spürst du sie. Wo war die, wo du nicht dran dachtest? Das war nur eine Seinsmöglichkeit. Eine komplett eine von unendlichen Seinsmöglichkeiten. Das ist übrigens so schön bei Schrödingers Katze. Weil du hast ja diese Wahrscheinlichkeitswellen und durch die Beobachtung bricht es dann die Welle zusammen, so beschreiben wir das, die Wellenfunktion bricht zusammen und dann siehst du konkret. Und wird konkret. Das ist es eigentlich, bricht eine Hälfte weg, dann siehst du plötzlich eine Hälfte. Und das Potenzial wird ne? geht durch das Portal. Das ist es. Und jetzt ist es ganz einfach so, dass du immer, wenn was auftaucht, zum Beispiel wird dir vollkommen bewusst, wenn du wach bist. Dieses, jetzt bin ich wach. In dem Moment weißt du noch nicht einmal, wann du wach geworden bist, weil du musst das die Augen auf, du weißt nicht, ob es hell oder dunkel ist. Es ist nur dieses Gefühl, jetzt bin ich wach, du siehst jetzt, ich kann jetzt an meine Beine denken und in dem Moment, wo ich an die Beine denke, kann ich mir bewusst machen, dass die jetzt eigentlich die ganze Zeit von mir nicht gedacht wurden, dass sie nicht da waren. Materialist wird schon verzogen, die sind die ganze Zeit da, aber das müssen wir mittlerweile, muss man das überwunden haben. Was jetzt wichtig ist, das eigentliche Auflösen von etwas kannst du nicht beobachten. Pass auf, mein erstes Beispiel, du liegst abends im Bett und du möchtest gern schlafen. Sag ich immer wieder, du kannst nicht schlafen, weil dich unser Arsch zuplappert mit Sorgen, Problemen. Das muss ja irgendwer anders sein wie du und dann doch du, weil es ist ja deine Stimme, wo dich zuplappert. Aber ich meine, du willst schlafen, warum schläfst du da nicht? Ist das nicht schizophren, man will schlafen und quatscht sich in einem Verzug, wo man doch schlafen will und dann jammert man auch noch rum, weil man nicht schlafen kann, obwohl, wer was für ein Arsch, plappert dich doch eigentlich zu. Und das ist der Dritte, der kriegt das mit, was das eigentlich für eine kaputte Figur ist, die wir zu sein glauben. Stimmt oder stimmt? Boah. Aber jetzt pass auf, jetzt kommt was ganz Interessantes. Du liegst da so im Bett und das jeder kennt das. Ich habe mich ja so programmiert. Du liegst so im Bett, die gehen irgendwelche Gedanken durch den Kopf
Und das zieht sich ja, die Nächte können sich ja ziehen. Also folgende Situation, du schaust auf den Wecker, du siehst 2.15 Uhr, okay? Du liegst, oh Scheiße. Und das Problem ist, du bist nicht einverstanden mit dem, was jetzt ist. Das ist das Problem. Du bist mit dem Jetzt nicht einverstanden, du willst ja weg von hier und jetzt, was unmöglich ist. Du willst ja, dass die Nacht rum ist. Also was du an allen möglichen Denken und Drumsinieren und Zeug und war und irgendwann, du kannst nicht schlafen, du schaust auf den Wecker, also so ungefähr 2-3 Stunden später schaust du auf den Wetter, das ist 2.30 Uhr, 2.15 Uhr war vorher. Du würdest schwören, du hast jetzt 3 Stunden gelegen, es ist eine Viertelstunde. Kennt ihr doch, oder? Ja. Kennst du das? Na klar, wer kennt das nicht? Ich sage immer, du schaust alle 2 Stunden auf den Wecker, um festzustellen, dass das bloß 10 Minuten sind und irgendwann hast du das Gefühl, wach zu sein? Total geredet, der erste Gedanke, boah, hab ich heute scheiße geschlafen. Endlich ist die Nacht rum. Und jetzt ist irre, wenn ich dich jetzt frage, wann bist du eigentlich eingeschlafen? Wann ist das abgerissen? Dann wirst du feststellen, im Jetzt, du weißt noch, ich habe 2.15 Uhr auf den Wecker geschaut, ich habe 2.30 Uhr auf den Wecker geschaut, das ist alles jetzt noch da. Aber wann du endgültig irgendwie der Faden gerissen ist, das ist jetzt ein Loch. Das ist das, was du weißt, immer nur jetzt, wo du sagst, jetzt bin ich wach, hast du hier als Hintergrund die letzten Gedanken. Und was dazwischen fällt, wenn das jetzt uhrzeitmäßig, mein 22 Uhr, 8 Uhr Beispiel, rechne deine Logik jetzt vollkommen aus, da habe ich so und so lange geschlafen, ohne zu träumen. Okay? Und jetzt ist es, das gilt für alles. Das gilt in deinem Alltagsbewusstsein. Es ist hochinteressant, wenn ich jetzt da zum Beispiel Batterie nehme. Jetzt kann man nicht wieder sagen, wo kommen die her, die auf dem Tisch klingen. Du magst die immer, aus dem Jetzt tust du dir das vorher konstruieren. Das ist diese Filme, du hast die Filme, die Simpsons mit 9-11, die ja alle schon weit, die Türme brechen zusammen, tonnenweise, du hast das Video gesehen, wo man dann sagt, die Illuminaten, die Hollywood-Industrie, was ja schon wieder so schizophren ist, die versteckt hier die Metaphern. Jetzt ist natürlich, wer könnte beschwören, jetzt rein raumzeitlich gedacht, solltest du die Filme überhaupt gesehen haben? Matrix hast du mit Sicherheit vorher gesehen. Aber könntest du beschwören, dass der wirklich den Personalausweis hingelegt hat, wo da 9-11 draufsteht? No. Das heißt, jetzt, ja, da habe ich nicht aufgepasst. Da habe ich nicht alles immer wieder. Das hier, wie war das mit der Gnede, wenn du jetzt den Film magst? Und das heißt immer wieder, wenn ich jetzt zum Beispiel, du hättest jetzt diese 6 Stunden, die Fettings haben diese 6 Stunden, hat er meinen angeschaut. Und dann habe ich gesagt, wir schauen uns das nochmal an, dann sind aus den 6 Stunden natürlich 2 Tage geworden. Und die sagen, es ist auch wie bei Update. Wenn ich welche habe, wenn wir uns jetzt hinsetzen, wir nehmen x-beliebige Updates. Wenn ich die, und ich kann nur sagen, jedem, mit dem ich das mache, wenn ich die sage, den ich haue es alle dermaßen in den Vogel raus, weil die sagen, du kriegst wirklich überhaupt nichts mit. Du bist so unendlich oberflächlich. Ja, ja. Ob das die Texte sind, ob das übrigens schon wieder besseres Wissen. Das sind alles, die Margot sagt immer zu mir, oder wenn ich neben dir dort sitze und dir zuhöre, und das ist nicht die einzige. Ich kann jeden Satz, den du sagst, sofort nachvollziehen, wenn ich wieder aufwäche. Wenn ich es allein lese, mir fällt es nicht auf. Mir fällt es überhaupt nicht auf. Das ist, wenn ich allein lese, rausche ich einfach drüber und ich sage, darum geht es gar nicht. Das Erste, was du arbeiten musst, dass alles perfekt ist. Und dann dich beobachten, wo du noch rumnörgelst und rummärgerst und Zeug und war. Und das, nicht einmal das sollst du verändern, weil dann wärst du ja dieses blinde Arschloch. Jeder Beobachter, der wo was beobachtet, du musst auch dich, deine Rolle so akzeptieren. Du bist der Schauspieler, stell dir vor, du kriegst jetzt irgendeinen Job in einem Hollywood-Film, egal ob du einen guten oder einen bösen spielst. Und du nörgelst bloß an dem Drehbuch rum, ja, und du wirst deine Rolle verändern. Weil dir das zu unfein ist, das so zu spielen oder so. Wenn du ein kreativer Schauspieler bist, steigerst du dich rein. Es gibt viele Regisseure, wo die sagen, dass also hier das Drehbuch ein Leitfaden ist. Und wenn eine kreative Schauspieler sind, die lernen nicht mehr die Texte, ich rede jetzt raumzeitlich, die lernen die Texte nicht wie in einem Shakespeare-Theater auswendig, sondern da wird losgedreht und dann sind die sehr spontan, weil die wissen ja, was sie für eine Rolle verkörpern. Und da stellt sich oft raus, dass innerhalb dieses lebendigen Interaktion während des Filmens so Sprüche, spontane Inspirationen kommen, die viel mehr passen wie diese Starre im Drehbuch, was natürlich dann übernommen wird. Und genauso musst du zum Leben anfangen. Aber jetzt kommen wir wieder, wann hat sich das jetzt aufgelöst? Jetzt kann man mal den Trick machen, dass ich sage so, und jetzt tu mal ganz bewusst, und das ist diese Sache, versuch nicht an Eisbären zu denken. Versuch mal bewusst darauf aufzupassen, wenn du nicht mehr an die Batterie denkst. Und jetzt ist es auch, wenn ich jetzt hin, weil ich will mit einem Eisbären denken, da kommt natürlich das Erste, wenn ich nicht hinschaue, ist ja trotzdem, wir reden ja jetzt noch von der scheiß Batterie. Okay? Und das ist jetzt so eine Stelle, dass solange wir in irgendeiner Form die nicht haben wollen, ist sie im Hintergrund.
Und wenn wir sie los haben wollen, das wäre zum Beispiel, ich bin nicht ein Eisbänding, was mache ich dann? Ich kriege es nicht los, wir reden jetzt von Eisbänden. Da kann man zum Beispiel versuchen zu rechnen. 41 mal 57 ist 41 mal. Oh, ja. Und dann wirst du merken, du kannst dich jetzt rein konzentrieren, bis dann irgendwann in dir die Stimme sagt, warum rechnest du die Scheiße eigentlich? Ja, weil ich nicht ein Eisbänding bin. Das ist dann wie ein Gedanke, ist ein Virus. Wenn sich einmal in dir festgesetzt hat, dass du Geld zum Überleben brauchst, dass du Schmerzen haben könntest, dass du dieses und jenes und dann vor allem auch hier, was denkt Ego, was denken dann die Leute von mir? Das war das Hauptproblem von Helmut Dietz, ich habe es euch gesagt. Das nicht Geld, ach du, der hat drei Jahre vorher sein Offenbarungseid geleistet und was wir da schon gelacht haben und geschägert haben in der Zeit, das sind bloß solche Phasen. Und dann ist, wo er sich aufbäumt, wo er dann nicht stolz war, er war ja der Bruckberger Loser ohne Ende und komischerweise nach seinem Offenbarungseid war der zugeparkt, weil er wirklich am Wochenende fast jeden Tag über 300 Essen hatte. Oh, jetzt, der wird jetzt bald hier auswandern, der, was schon, die Bauern, erzähl jetzt nur, was der Helmut sagt, und dann war ich schon stolz. Weißt du, das setzt der Loser, obwohl mit einer Offenbarungseid und obwohl der hinter vorne kein Geld hat, die Mann hatte, ich habe Geld ohne Ende, weil alles zugeparkt ist, aber so wie es reinkommt, fließt es wieder raus. Und da ist jetzt natürlich der springende Punkt, dass immer wieder jetzt bei meinem BC habe ich dasselbe gekriegt. Was denken dann die Leute von mir? Er als großer Vermögensberater und Versicherungsagent, dass er ihm alles schwimmt in davon und großes Auto und nur feinste Anzüge und jetzt wird er bei seinen Kumpel, bei seinen Kreisen, wo er ist, weil er ist ja der große Macher, sich einzugestehen, dass er total der Loser ist und alles in den Sand gesetzt hat und es immer schlechter geht. Ja, was denken dann die Leute von mir? Und ich kann dann immer wieder sagen, die Leute, die du jetzt denkst, wenn das denken, was du denkst, dass die denken. Das ist verrückt. Und da geht es nur ums das Ego. Immer. Jeder ist so. Mhm. Ob du an Politiker denkst, egal an was du denkst, es ist dein Gedanke. Und dann drehst du es in Fakten. Wenn du jetzt an die Liliane denkst, das ist dein Gedanke. Und die ist so, wie du sie dir denkst. Du kannst sie dir gut denken, du kannst sie dir böse denken. Du kannst machen, was du willst, es wird so sein. Und genau wenn er an den Udo denkt und wenn ich dann wirklich alles sein will, dann muss ich auch in Anspruch nehmen, dass er nicht sagen, ich bin Arschloch, ich bin alles. Holo Feeling heißt das Gefühl, alles zu sein. Und du bist nicht alles, wenn du irgendwas nicht sein willst. Verstehst du? Das ist immer wieder, du wirst irgendwann einmal meine Jesusworte verstehen, wobei man da gleich schau, diesen Haufen Hundescheiße an und du siehst mich. Verstehst du? Schau diese Kloschüssel an und du siehst mich. Das gehört doch auch dazu. Es sind ja nur zwei Beispiele mit dem Holz und mit dem Stein. Was wollt ihr denn? Water. Ja, ich hole Water. Man fülle keinen Wein in alte Schläuche. Meinst du, dass wenn du hier einen dummen K-Affensatz in deinem Gefäß drin hast und du meinst, du willst das nicht ganz wegnehmen, das ist so die, die auf Entzug sind und sagen, ich will auf Entzug sein, aber ich lasse nur ein paar Tabletten, weißt du, falls es gar nicht aushalte, das kennen wir ja, ne? Ich lasse nur ein paar Tabletten in der Nacht, falls ich nehme ja nichts mehr, ne? Aber wenn es dann doch... Das ist die Falle. Solange du meinst, du müsstest, wenn ich dich, das ist dein Wissen, das bist du. Und wenn ich das wegschütte, dann bist du nichts mehr. Und jetzt zur Zeit bist du Kaffee. Affe. Gegenüberliegender Affe. Und wenn du dann nicht voll, wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, kriegst du ein vollkommen neues. Wenn du das am Leben halten willst, verlierst du deine Seele. Weil ich, solange hier nur ein Hauch von Kaffee drin ist, schenke ich dir keinen reinen Wein ein. Macht Sinn, ne? Macht alles so unendlich viel Sinn. Und das letzte Quantum ist unheimlich schwer loszulassen. Das ist immer, das ist hartnäckig. Und ich sage immer, das ist ja, das loslassen wir ja auch schon wieder einen wollen. Darum sage ich, lass es, es löst sich von selber auf. Du musst es, im Gegenteil, das war das, was ich mir in den Adventskalender gesagt habe, die hier über dem Berg sind, dass die sagen, eigentlich Angst kenne ich überhaupt keine mehr, wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, geht es mir fast zu langsam. Nicht, weil ich weg will, sondern weil ich neugierig bin wie ein Kind, dass ich es nicht erwarten kann, dass das Christen kommt. Aber das ist kein Problem, weil jeder doch trotzdem schön ist. Weißt du, das ist, ich muss das noch aussitzen. Und die Überraschung, dass ich sage, wenn was vollkommen neu ist, dann musst du dich einfach überraschen lassen. Momentan sieht es so aus, in dem Moment jedoch, dass jeden Moment, wenn du wach wirst, schläfst du wieder ein. Weil dann bist du ja schon wieder in einer Welt. Und das ist, das wird nicht aufhören, Leute. Das ist einmal das Erste, was ich euch sage. Also da ist der erste Sprung, ist das Spektakuläre ist, dass es total unspektakulär ist. Weil das eigentlich schon passiert ist in dem Moment, wo das, was wir jetzt tausendfach besprochen haben, dass das zu einer Gewissheit geworden ist. Ob es der Fall ist oder ob es das nur rational momentan abgespeichert hast,
rational nachdenken kannst oder ob schon Gewissheit ist. Das kannst du einfach überprüfen, indem du dich selber überprüfst. Dass ich ganz einfach sage, schau dir die Welt an, die du jetzt siehst mit einem Wertesystem. Und wenn es einfach eine scheißgeile Welt ist, mit all den ganzen Deppen um dich herum, dann hast du es begriffen, und wenn es das nicht der Fall ist, dann liegt dein Wertesystem noch im einseitigen Argen. Das heißt, du kannst überprüfen, wie weit du bist, indem du einfach dich selber anschaust, wie sehr dich das Leben freut und du Spaß dran hast, ohne dass du sagst, das will ich festhalten oder das will ich loshaben. Wenn du kein Gefühl mehr hast, das anders haben zu wollen, weder dass du es loshaben willst, noch dass du mit Gewalt jetzt praktisch was Neues willst, noch dass es dich langweilt, dieser genaue Aus, dann hast du eigentlich diesen Punkt erreicht. Und das Nächste ist, du wirst dich definitiv dabei erwischen, dass du innerlich in einer unendlichen Ruhe bist, dass du dich wirklich über nichts ärgerst. Dass du keine Zukunftsängste mehr hast, das ist eine Grundvoraussetzung, dass du verstanden hast, was es bedeutet, hier und jetzt zu sein. Dass du die Sinnlosigkeit von Alter durchschaut hast, weil es ändert ja nichts an dem, was ist. Und dann ist keiner mehr da. Du wirst bei jeder Kleinigkeit lächeln. Was jetzt nicht sein kann, immer wieder, wenn du runterschaust, dass ich jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt den Udo mit dem Schnupfen und es ist mir das, was ich, der Geist, das ist mir so wurscht. Wie gesagt, ob es jetzt regnet außen, wenn ich das erzähle oder die Sonne scheint, ist das da, wenn ich nicht dran denke? Ist der Sonnenschein oder der Regen da, wenn ich nicht dran denke? Meint ihr, dass hier in irgendeiner Form, wenn ich mich jetzt da in Rage rede, dass da irgendein Schnupfen da ist? Immer bloß, wenn ich mir wieder Gedanken drüber mache. Was natürlich ganz, ganz schlimm ist, wo ich euch sage, wer wirklich dran schuld ist. Ich sitze da, total versunken, stehe um 5 Uhr auf. Dann höre ich die Tür klappern und dann kommt meine Maus an. Wie geht's denn, Hase? Ah. Ich sage, du blöde Sau, jetzt magst du mich. Es war weg, ich war vollkommen gesund, den ganzen Tag nichts gehabt. Ich habe nichts mitgekriegt, ich war voll in meiner Arbeit. Ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, dass ich schnaufen müsste, ich esse nichts, ich trinke nichts, wirklich. Den ganzen Tag, wenn ich sitze, ich stehe um 5 Uhr auf oder um 6 Uhr, je nachdem, meistens 5 Uhr. Und das Einzige, was ich mache, ist der Rhythmus. Ich rede jetzt vom Udo, nicht, dass der richtige ist. Die Maus macht mir eine Tasse Kaffee, ich sitze dann schon am Computer, mache die Bett, ich sitze an meinem Computer und dann bringt die mir die Tasse Kaffee, dann trinke ich die Tasse Kaffee und dann kann ich dir sagen, was dann ist, bis die Tür wieder aufgeht und die heimkommt. Da ist kein Udo da. Es ist nur eine höhere Form von Denken und von Strukturieren. Dass ich jetzt zum Beispiel hier, die letzten 14 Tage mit Michael, wir sind jeden Tag gelaufen. Und er sagt, ihr habt ja fast jeden noch ein Update gekriegt. Der sagt, wann magst du das? Und ich sage immer wieder, das ist dann laufen wir so, jetzt fällt mir wieder was ein, das ist schon fertig. Das ist komplett, das sind nur ein paar Gedanken. Und jetzt kann ich euch ganz ehrlich sagen als Udo, wenn ihr meint, ich suche, ich habe noch nie wirklich nach YouTube gesucht. Das heißt, ich denke mir meine Geschichten aus. Also ich soll jetzt ganz einmal, jetzt nur, dass du es vorstellst. Ich denke mir, ich schreibe den Text und natürlich im Hintergrund, was müsste ich jetzt haben in den Liedern? Und dann denke ich mir die Lieder dazu aus, mir die Texte. Und dass ich das Lied jetzt auf der raumzeitlichen Ebene mache, dann suche ich aus meinem Text ein allereinziges Wort, das gebe ich ja bei YouTube ein. Und mache das erste Lied, wo da ist, stelle ich euch hin. Genauso ist es, nur mit einem Suchbegriff. Und das sind genau die Lieder, die ihr kriegt. Passen doch immer irgendwie ganz toll. Das ist, wenn dann die Morgen kommt, wenn ich jetzt immer wieder als Mensch, das ist im Kleinen, dass ich sage, hier das vor 15 Jahren habe ich hier das schon gesagt, dass ich jeden Tag als Udo jetzt so viel Wunder erlebe, wirkliche Wunder, die sind was ganz was Intimes, die sind nicht dazu da, Geld zu verdienen oder damit anzugeben oder reich Kohle zu machen, das ein normaler Mensch überhaupt nicht verstehen kann, was Wunder sind. Weil er ja Wunder in einer ganz anderen Vorstellung hat. Das sind die ersten Wunder. Wo ich euch gesagt habe, wenn man mehr Holofeeling auseinandersetzt, wenn du ein bisschen bewusster wirst, in deine Traum, deine momentanen Momente, die auftauchen, wo ich sage, wo jeder passend ist, wenn du die etwas geistreicher anschaust, dass hier das allererste, was passiert, dass sich die Zufälle um dich rumhäufen. Das habe ich euch ein paar Mal gesagt. Und da, wenn Leute bei mir mal eine Woche oder was da sind, was jetzt sehr spärlich ist, wie gesagt, weil ich mich immer mehr zurückziehe, dass die sagen, Udo, das kann es überhaupt nicht geben. Das ist, mir erzählen was, aber jetzt wirklich, das ist so in einer hochkonzentrierten Anhäufung, dass die sagen, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu Milliarden, dass du was erzählst, du erzählst irgendwas von irgendeinem alten Schlaucher, wo wir kennen, du schaltest im Fernsehen ein, zappst rein und das Lied läuft. Sagt er, die Wahrscheinlichkeit, dass das Lied jetzt läuft, was schon, nur als Beispiel. Oder ich erzähle irgendwas, irgendwas und ich sage hier, wir fahren weg, die Feddings, wir fahren weg, du hast das und das erzählt und du, ich schlag auf Fernsehzeitung, das Thema, das Thema.
Das heißt, du erzählst, zack, abends sofort die Berichte. Das ist aber immer, dein Reden geht immer vor. Und das wirst du merken im Kleinen selbst für dich, dass du dich was, sobald du, es sind Zufälle, wo du sagst, kannst du das überhaupt geben? Ich denke an das. Und dann ist zum Beispiel bei meiner Frau, es geht nicht irgendwann was zu beweisen, ich will euch nichts verkaufen. Ich sitze abends, ich schmunzel, horch die ganze Woche. Mit diesem System, ich schreibe euch ein Update, dann setze ich das rein, dann schalte ich im Fernsehen ein oder ich mache die Fernsehzeitung auf, puff, das Lied läuft. Das ist im Fernsehen, gerade wo ich hin habe, oder ein Bericht von dem und dem Film, und ihr müsst ja schauen, dass die Filme teilweise so aktuell sind, dass ihr was viele gar nicht aufgeregt habt, dass ihr, wenn ihr mal zeitchronologisch jetzt fahrt, zum Beispiel bei Pflaster von Ich und Ich, will mal in deinen Archiven und schau, wenn du das Update gekriegt hast, und dann schau, wenn das Video veröffentlicht worden ist. Und dann wirst du feststellen, dass du das Update schon vor dem offiziellen Veröffentlichungstermin, wo gar keiner was gewusst hat, war das schon doch. Jetzt musst du irgendwann einmal dir denken, kann das nicht sein, dass das umgekehrt ist? Hört man dann plötzlich überall im Radio spielen, aber du musst da mal schauen, war das eigentlich nicht zuerst ein Update da? Musst du das nicht zuerst wissen, dass du dir das ausdenken kannst? Das ist immer, ihr müsst die Zeit rumdrehen. Ihr könnt die Kausalität umdrehen. Das ist der große Trick. Diese Kausalität, was der Materialismus euch sagt, ist schon deshalb hinfällig, weil es keine Zeit gibt. Und wie gesagt, du kannst von rechts nach links lesen und von links nach rechts lesen. Und jetzt ist es halt einfacher so, was du zeitlich empfindest, ist ein Konzentrieren. Ich könnte jetzt sagen, wir haben in einer Zeile, haben wir stehen, dreimal, Gong, Gong, Gong. Das war jetzt eindeutig nacheinander. Das Gefühl täuscht ja nicht. Und ich sage, was du wahrnimmst, was du empfindest, kannst du glauben. Das Problem ist bloß, in dem Moment, wo du dir jetzt einredest, das war dreimal nacheinander, ich mache einmal Gong, 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 schaust du die Zeile an, wo die drei Wörter stehen. Und die sind jetzt gleichzeitig. Jetzt bist du aber schon etwas entspannter. Das heißt, dadurch hast du keine sinnliche Wahrnehmung mehr, auch nicht als Gedanke. Du siehst jetzt nur den Gedanken dieser drei Wörter hintereinander. Stell dir das einmal bildlich vor. Und jetzt, wenn ich sage, die sind gleichzeitig, dann sagst du so ein Blödsinn, ich weiß doch, dass das Gong, Gong. Und in dem Moment, auch wenn du das jetzt nur denkst, ob ich das ausspreche, spielt keine Rolle. Machst du das Geräusch, den Gedanken wieder, hast du das Geräusch wieder raus. Und wenn du in dem Ja-Zustand bist, bist du, und umso mehr du dich aufmachst, umso allumfassender bist. Damit kriegst du natürlich unendlich viele Seinsmöglichkeiten. Und da ist natürlich jetzt hier bei den Haramein, dass er natürlich dann die UFOs kommt, wo er dann mit Pyramiden erklärt. Und wie gesagt, das ist ein ganz lustiger Ort. Sollte man fast einmal reinschauen. Das ist wie ein großer Busch. Dann lacht er immer so. Die Fettings hatten so einen Spaß. Die sagen, das ist wirklich wie ein großer Kerl. Wie ein Kind, der spielt mit den eigenen Gedanken. Was sich immer wieder wiederholt, wo bei jedem Problem, wo er visualisiert, dass ein Wurmwurm dies hinmalt und dann im Gedanken dreht, weil es dann so kommt, du kannst es ja fast nicht mehr zeichnen. Wie willst du drei- oder vierdimensional zeichnen? Aber im Kopf kannst du das alles, wenn dein Geist sich eben ausschult. Dann ist es also definitiv so, dass also dann die Außerirdischen mit den Pyramiden, wo er dann hier zum Beispiel mit den Grabkammern, und das sind jetzt rein offizielles Wissen, da gibt es ja so unendlich vieles Schreibzeug, hier die Pyramidenforscher, wo es dann gibt, und ich muss immer wieder klar machen, all das, wenn du ein bisschen logisch denkst, sind das alles unendlich geizlose Schwätzer. Wo du dich reinliest, wenn das wirklich einer geschrieben hat, würde er das in der Form überhaupt nicht schreiben. Ich gehe da schon mit drauf rein. Fakt ist, du hast es mit Maßen zu tun. Und diese Maße, auch in den Physikbüchern, die Erdmaße, wo ich jetzt auch werde den Erdumfang gemessen, auf einen Kilometer genau, wie misst man eigentlich das? Und wo natürlich die Widersprüche in sich selber kommen, wer misst eigentlich auf einen Zentimeter genau den Abstand zwischen Erde und Mond? Was ja angegeben, kann man auf einen Zentimeter, weil die ja hier einen Spiegel haben. Und dann mit einem Laser, genau mit einem Laser das berechnen können. Oder was ganz irre ist, ist natürlich die GPS, die Navigationssysteme mittlerweile mit Genauigkeiten von Zentimetern, auch in der Höhe. Und wenn du das einmal immer wieder, es funktioniert ja alles, weil du es glaubst. Aber dort ist natürlich alles elektromagnetische Wellen sind, die ja sich sowieso in einem Punkt zusammenfallen. Das Erklärungsmodell liegt auf der geistigen Ebene, liegt das in einem ganz anderen Bereich. Und das ist auch, darum sage ich, die Sinn haben alle ihre Berechtigung, aber nur als Symbole. Und das ist bei den Pyramiden, dass auf der anderen Seite kann ich dir Bücher zeigen, wo drin steht, dass die Maße hier mit den feinsten Messgeräten, kein Bauwerk, ein Buch, zitiere aus einem Buch, kein Bauwerk der Welt wurde jemals so genau vermessen wie die Pyramiden. Die haben mit den modernsten Lasermessgeräten hier, die sogar mit Klimageräten auf eine konstante Temperatur gehalten werden, dass da auch keine Abweichung ist, auf dem 0,00 auf dem 1000 Millimeter genau diese Pyramide vermessen.
Und dann schmunzle ich, das wird dann natürlich ganz stolz erzählt, wie genau die vermessen wurden, wenn ich rezitiere, wenn ich mir mal eigentlich Gedanken darüber mache. Und ich stelle mir jetzt das bildlich vor, wir können jetzt hinfahren, dann kriegen wir ja unsere grobe Vorstellung, wie wir uns das ausdenken. Dann siehst du zuerst einmal einen Steinhaufen in der Wüste stehen, wo du in jedem Buch nachlesen kannst, dass der angeblich einmal ja mit Marmor verkleidet war auf der Oberfläche und den kompletten Marmor von den Pyramiden haben sie weg und wurde Kairo damit gebaut. Das heißt, dass wir zuerst einmal schon die oberste Putzschicht, die Verglasung wegmacht, die Verklingerung wegmacht haben. Also was macht es dann eigentlich noch für einen Sinn, das auf einen Tausendstelmillimeter genau die Länge und die Breite und die Höhe zu messen, wenn eh schon, wie dick war die Marmorschicht? Aber was jetzt der hat, das ist jetzt bei meinen Reden, dann hatte ich diese grünen Blöcke mit 200, 300 Tonnen oft, wie haben die das gemacht? Und da gibt es natürlich auch wieder Wissenschaftler, die jetzt mit Rampentechniken das versuchen zu simulieren. Aber es ist, du wirst merken, jede dieser ganzen Erklärungsmodelle raumzeitlich, jetzt von der seriösen Wissenschaft, die die UFOs ausklammern, ist so voller Fehler, wenn du jetzt die Genauigkeit gehst, dass du das hochrechnest von dem Material, wo bewegt werden, wo zum Beispiel einer mal gesagt hat, wenn das wirklich gemacht wurde, dass es möglich gewesen wäre. Und wir gehen davon aus, dass auf dieser Baustelle 100.000 Arbeiter gearbeitet haben, hätten die 300 Jahre oder was bauen müssen mit den Möglichkeiten. Praktisch 7 Tage die Woche. Jetzt stell dir 100.000 Mann vor in der Wüste und dann schau mal die Logistik mit Essen, mit Kacken, mit allem, was dazugehört. Vergiss es. Dann ist natürlich, dass das eh nicht erklärt mit den Blöcken, dann haben sie mit der Rampentechnik gemacht, dann kommt hier mit in den Granit die Löcher reinbohren, wo dann Hildi sagt, das kann man jetzt mit den modernsten Geräten, ist man zurzeit in der Lage, das annähernd präzise zu machen, in einer Zeit, wo die ja nicht einmal Eisen gekannt haben, sondern bloß Kupfer, kannst du es ganz abhauen. Also bleibt nur eine Möglichkeit außerirdische. Dann kommt jetzt hier dieser Haramein, der ja nur zurückgreift auf offizielles Wissen mit der Grabkammer, dass hier zuerst einmal in keiner einzigen Pyramide jemals eine Mumie gefunden wurde. Das kannst du in jedem Archäologiebuch nachlesen. Und er sagt, was natürlich irre ist, wo die sagen Grabräuber. Weil die gehen immer von den, und der erklärt es so lustig, wo er sagt, dass diese Mauern, und die machen das weg, und die räumen dann, und dann machen sie diesen Stein, den Sarkophag, wobei es ja um die Mause geht. Und dann ist nichts drin, und diese Grabräuber, wenn das Grabräuber gewesen wären, ihr müsst euch das vorstellen, den Aufwand, wenn du das im Original anschaust, dass die dann alles wieder, dass ja keiner sieht, dass sie da waren, alles wieder versiegeln. Das kann, wer macht denn das, wenn ich ein Grab ausräume? Was, dass dann ja keiner merkt, dass die da waren, wird wieder alles versiegelt, weil es ist ja geklärt, die waren ja versiegelt. Also müssen die, wenn es Grabräuber waren, müssen die es ja alles wieder möglichst genau gemacht haben. Es gibt keine Pyramide, wo jemals eine Mumie drin war. Die Gräber sind wo ganz woanders.